Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zurück in die Märkte oder zu den Märkten, zu unserer heutigen Marktbesprechung. Ich habe es im Blog bzw. in der Vorankündigung für die heutige Sendung geschrieben. Wir schauen auf Australdollar, US-Dollar, Euro, japanischen Yen und Euro, US-Dollar. Das sind die drei Werte, die wir heute auf der Uhr haben. Auch heute wieder ein kleines bisschen Verspätung und eine kleine Entschuldigung wieder. Das Go-To-Stream momentan nicht läuft. Windows-Update hat meinen Rechner zerstört, beziehungsweise viele Sachen funktionieren einfach nicht mehr. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, das Ganze wieder zu reparieren, wenn man nicht den Rechner einfach komplett neu machen will von der Seite her. Ich bin optimistisch, dass morgen wieder alles normal funktioniert. Aber bis jetzt, ich habe es heute Morgen nicht geschafft, Go-To zum Laufen zu bringen. Das ist manchmal so das Ding der Technik, ja. Mann, damit müssen wir einfach leben. Also, wir schauen jetzt rein in die Märkte. Ich sage auch danke fürs Zuschauen hier allen, die dem Facebook-Stream auch immer wieder treu bleiben und sage an dieser Stelle auch wieder, ich freue mich immer wieder über Lob und ich freue mich immer wieder über Wunschmärkte. Das heißt, wer einen Markt auf dem Herzen hat, bitte rein in den Chat hier auf GoToWebinar, nein, auf Facebook. Und dann kann ich direkt auch den ein oder anderen Wunschmarkt entsprechend mit reinnehmen. Wir schauen hier im Hintergrund, steht es auch geschrieben, Euro im Fokus der Bullen. Das ist ein wichtiges Thema für den heutigen Tag. Vorher bitte noch den Risikohinweis in Gänze beachten. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir zur Tagesvorschau. Da schaue ich einfach mal auch auf meinen Desk hier. Wir sehen es heute. Sehr, sehr wichtiger Tag zum Thema Einkaufsmanager-Indizes. Wir bekommen es durch die ganze Reihe durch hier. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und für die Dienstleistung. Dann gibt es das Ganze für die EU, das heißt den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und für den gesamten Index. Und dann geht es weiter mit den Dienstleistungen und um 10.30 Uhr bekommen wir dann aus den USA den Einkaufsmanager-Index als Gesamtes und für das verarbeitende Gewerbe. Und am Nachmittag geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Vormittag geht es noch weiter. Und zwar spricht der Bank of England Governor Bailey. Da sollte man gut den Blick drauf haben, was mit dem britischen Pfund passiert. Wir bekommen dann noch die CBI industrielle Trendumfrage, den Auftragseingang für den Juni. Auch da eine wichtige Stellschraube. Wenn der sich deutlich verbessert, könnte das positiv sein. Man muss mal schauen, ob die Maßnahmen hier entsprechend für das Lockdown auf unserer Welt beziehungsweise hier in Europa auch schon gewisse Änderungen gebracht hat, muss man schauen. Das bleibt sehr, sehr wichtig zu sehen. Und am Nachmittag geht es dann in den USA weiter mit dem Thema Einkaufsmanager-Index. Hier gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und den Gesamtindex und die Dienstleistung. Und um 16 Uhr dann die Verkäufe neuer Häuser. Das Ganze dazu und um 22.30 Uhr dann, also kurz, ja, nachdem die US-Märkte geschlossen haben, halbe Stunde später, gibt es den API-Rohöl-Lagerbestand. Der hat ja letzte Woche wieder zugelegt, Öl allerdings momentan weiter am Steigen. Soweit zur Planung der Tagesnachrichten. Wie schon gesagt, das Ganze bitte immer auch für die eigenen Assets prüfen, weil wir können hier natürlich nicht für jede einzelne Währung oder jeden einzelnen Index morgen reinschauen. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht, ne? Deswegen immer schön selbst mit reinschauen. Wir bekommen es ja angezeigt und es kostet nicht mal Geld, das Ganze zu prüfen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Charts. Übrigens, ich habe es vorhin auch angekündigt, bei dem kleinen Teaser in der Stereo-Trader-Gruppe, da habe ich angedeutet, dass wir heute auch noch auf den DAX schauen. Der hat gestern eine schöne Umkehr gemacht. Mal schauen, ob er die heute bestätigen kann. Das bleibt hochspannend. Da blicken wir nachher auch noch drauf. Aber erstmal machen wir hier die Währungen. Ich starte mal durch hier mit dem Währungspaar Australdollar, US-Dollar. Hier das Ganze zu sehen mal im Blick im 4-Stunden-Chart. Ich gehe mal ganz kurz noch in die größere Zeiteinheit in den Tag rein. Und hier sehen wir eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wer sich den Tag mal anschaut, wir haben jetzt hier ein Bild nach dem schönen bullischen Move nach oben hier rein bis, ja, sag ich mal ganz grob über den Daumen. Ja, wir haben hier oben ein Schwungband zwischen 0,703 und 0,70, knapp 8, was wir hier oben liegen haben, dieses Schwungband. Wenn man etwas weiter zusammenrafft, sieht man, wo dieses Band oben herkommt. Das ist schon ein ziemlich dicker Widerstand und in diesem Widerstand sind wir reingelaufen,
haben korrigiert und haben gestern einen ziemlich starken Kauftag gehabt. Und wenn dieser Kauftag einen sogenannten Follow-Through-Day bekommt, dann wäre das ein gutes Indiz dafür, dass wir durchaus wieder weiter zur Oberseite laufen können. Und zwar hier oben rein in Richtung des Zwischenhochs oder in den Widerstand oben rein. Und das ist eine interessante Marke. Und ein Bereich, der da jetzt entscheidend eine wichtige Rolle spielt, ist hier der blau markierte, die 0,6908, dieses Level. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz im 4-Stunden-Chart an. Warum ist das dieses kleine Level ein wichtiges Level? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, schaut mal, hier gab es in den letzten vielen, vielen Stunden immer wieder Verkäufe. Ja? Und wenn sich der Markt jetzt über diesem Level stabilisieren kann, ist das ein erstes Indiz dafür, dass er weiter nach oben möchte. Läuft er dann hier übers Tageshoch drüber weg, haben wir den Follow-Through-Day und dann wird es interessant, weil dann haben wir hier oben die Marke von 0,6977 stehen. Und wenn wir da drüber laufen, dann haben wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend am Laufen. Ich skizziere den mal ganz kurz ein oder ich gucke mal kurz. Das kriegen wir jetzt erstmal hier nur über den Lower Timeframe rein. Über den Higher kriegen wir es, glaube ich, noch gar nicht rein. Doch, hier sehen wir es schon. Schaut mal, wenn der hier oben drüber läuft, dann haben wir hier astrein untergeordnet einen Aufwärtstrend, der in den übergeordneten Aufwärtstrend läuft. Das ist Trend in Trend. Das ist eine sehr, sehr schöne und interessante Geschichte, die man hier auf der Uhr haben kann. Heißt also, wenn wir wirklich einen Follow-Through-Day sehen, übers heutige Tageshoch drüber, Orientierungspunkt als nächstes wäre dieses Zwischenhoch hier bei 0,6977 und danach ist der Weg frei hier oben in die 0,703 bis 0,70, knapp 8 oben rein. Da ist einiges dran, was wir holen können und wenn der Markt sogar sehr, sehr bullisch bleibt und diesen höheren Bereich wegnimmt, wenn wir da mal in die Woche schauen, schaut mal hier rüber, Leute, wir haben hier einiges drinnen. Das heißt, wenn wir dieses Level hier oben auch rausnehmen, dieses Top oben bei 0,70 knapp 8, dann nehmen wir den Trend raus. Und wenn wir diesen großen Trend hier rausnehmen, ja, das ist mal, hier ist der gigantische Trend auf der Woche, das ist das Riesenteil, in dem Kontext rede ich jetzt mal noch gar nicht, aber wenn wir das jetzt hier rausnehmen, dann ist der letzte Bewegungstrend, der so extrem nach unten gelaufen ist, rausgenommen und das hat dann weiter zur Folge, dass wir durchaus höhere Kurse sehen können, hier in diese Anlauflevel oben rein, also in diese Zwischenhochs, die wir hier gesehen haben, namentlich oder Buchstaben, nein, zahlenmäßig genannt, die 0,72 0,8, die 0,7214 hier und dann die 0,739. Das sind Marker, die durchaus im greifbaren Bereich sind, wenn die Bullen hier tatsächlich nach oben durchziehen. Und all das sehen wir jetzt hier wirklich im entscheidenden Level. Und wenn wir tatsächlich oben reinlaufen, dann haben wir wirklich richtig gute Karten hier, den Weg nach oben mit anzugehen im Australdollar, US-Dollar. Hier hatten wir den Blick in die Woche, den Tag und die Stunde. Ja? Feine Sache. Weitermachen wir mit der nächsten Währung und zwar mit dem Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Und danach schauen wir auf den Euro-US-Dollar. Euro-Japanischer Yen. Das ist auch eine feine Geschichte, die wir hier sehen. Wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, das ist jetzt hier der 4-Stunden-Chart, da sehen wir natürlich ganz klar, die 4 Stunden sind gehämmert, short. Wir sind hier in einem Abwärtstrend, ganz klar. Und das ist, wer das so sieht und so erkennt, der Fokus ist auch da. Und da sehen wir ganz klar hier an dieser Stelle, wir sind in einem gegenläufigen, sage ich mal, Momentum. Das heißt, wir sind hier im Korrekturbereich aktuell gegen diesen Abwärtstrend am Laufen. Das ist ganz klar. Und für die kurzfristig orientierten Trader ist das hochinteressant, weil wir haben gestern den Abwärtstrend der Bewegung gebrochen. Schaut mal, das hier ist der Bewegungsarm. Das wird hier in diesem kleinen Zickzack nach unten gegeben. Ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen raus. Hier sind wir jetzt nach oben durchgestartet. Nach oben hin haben wir jetzt auch noch einige Anlaufpunkte. Eine Korrektur besprechen wir gleich, aber wenn es durchweg nach oben gehen sollte, wäre der nächste Anlaufpunkt hier dieses kleine Zwischenhoch um die 121,23 und dann haben wir hier schon das Trendhoch bei 122,12. Die Marker haben wir oben drin liegen. Wenn wir direkt durchlaufen, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen. Kommt zur Korrektur nach unten hin, müssen wir einfach mal schauen hier, was passiert bei der Marke von 120,25. Das ist jetzt ein Unterstützungsbereich geworden hier, als wir dieses Kauflevel oder dieses ehemalige Verkaufslevel nach oben durchbrochen haben. Wir haben es auch gesehen, heute Nacht gab es einen kurzen Spike nach unten, der wurde direkt wieder aufgekauft. Heißt also, wir laufen hier schön in die Oberseite rein,
hält dieser Bereich und läuft dann wieder nach oben, hätten wir untergeordnet dann sogar einen Aufwärtstrend. Das ist Zukunftsmusik, muss man ganz klar sehen. Aber die Chancen sind schon da. Bricht es aber komplett wieder drunter und wir haben nur einen kurzfristigen Ausflug nach oben hin zu sehen, dann müssen wir ganz klar sehen, hier unten dieses Kauflevel um die 119,4 wäre mal der nächste Anlaufpunkt. Für diejenigen, die das in dem kleineren Bilde interessiert, schauen wir uns mal noch die 15 Minuten an. Also die 15 Minuten hier im Kontext zu dem 4-Stunden-Chart, den wir gerade gehabt haben. Wenn wir das mal enger zusammen sehen oder zoomen, da sehen wir, wo es hier lang geht. Schaut, hier trendet der Markt schön nach oben, hier auch schön in die Korrektur reingelaufen an dieser Stelle. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir sind hier sozusagen zwar kurz unter dieses Level drunter gelaufen, sind aber ratzfatz wieder oben drüber genommen, haben also hier den Aufwärtsschub wieder aufgenommen. Und was wir jetzt sehr, sehr schön sehen im 15-Minuten-Chart, wie schön der Trend in dieser starken Linie hier entsprechend läuft. Und hier müssen wir jetzt einfach schauen, was passiert. Schaffen wir es oben drüber? Über die 120,90, dann haben wir gute Karten nach Fortsetzung. Ansonsten, wenn das Teil hier schon rumdreht, dann wissen wir, was kommt. Dann gehen wir in den Korrekturmodus über und dann ist es halt wichtig, dass wir uns hier auf die richtigen Stellen setzen. Und da haben wir hier die 120,25, beziehungsweise man sieht es im 15-Minuten-Chart auch schön hier unten. Das Auffanglevel um die 119,40. Das ist der Marker, den wir hier unten auf der Uhr haben sollten. Also hier ein sehr, sehr bullisches Bild. Und dieses bullische Bild möchte ich nochmal kurz in den Tageschart mit reinnehmen. Wenn wir uns dort nämlich mal anschauen, was passiert ist, ist die Stelle, wo jetzt gedreht wurde, auch eine sehr, sehr interessante. Wir hatten die ja schon besprochen. Wir sind weit in die Gegenbewegung reingelaufen. Das heißt, wenn man uns mal anschaut, hier unten die aktuelle starke dynamische Bewegung nach oben hin, die hat halt hier unten um die 170 das Low gehabt. Hier hat man bei 118,5 den Kaufbereich, also als sich dieser Trend fortgesetzt hat, und da ist die Bewegung so richtig schön ins Laufen gekommen und die hat halt weit, weit über 50% korrigiert, hat jetzt hier ein Umkehrsignal gemacht und das wird mittlerweile auch bestätigt. Und das ist jetzt die interessante Geschichte, ob wir hier durchaus komplett durchmarschieren oder aber rumdrehen und den Abwärtstrend fortsetzen. Und das ist halt schön zu sehen, weil wir halt auch in relativ sichtbarer Weite einen möglichen Drehpunkt haben. Schaut euch mal hier diese Marke bei 121,23 um. Ja. Hier im übergeordneten Bild der Bewegung, also der Korrektur, haben wir ja einen Trend. Und dieser Trend ist halt in der ordentlichen Korrektur mittlerweile auch beschäftigt. Locker 50% sind weg. Hier oben um die 121,23 haben wir einen Drehpunkt. Wenn wir da abprallen, wäre das das erste Indiz dafür, dass der Markt nicht deutlich nach oben möchte, sondern noch weiter korrigiert. Und das ist das Schöne, da sind wir nicht weit von entfernt. Und das ist halt dieses Level, was ich hier oben reingemacht habe. Also schaut mal hier, guckt mal, das ist die Marke um die 121,230. Und das sieht man halt sehr, sehr schön im 4-Stunden-Chart. Hier, 121, hier, das hier, da oben. Hier ist die letzte Bewegung nach unten, die wir auf dem 4-Stunden-Chart sehen. Und das hier ist ein untergeordnetes Drehlevel. Und das hat halt auch auf dem Tageschart eine Relevanz. Das ist ein Tageshoch gewesen. Und wenn wir hier tatsächlich abprallen, das wäre wirklich ein Indiz dafür, dass wir nach unten wollen, dass wir hier nicht weiter vorankommen, sondern wir hier nur ein Stück korrigiert haben. Laufen wir aber da drüber, dann heißt das, der Markt ist dort stark. Da liegen keine Verkaufsorders, sondern eher die Kauforder, die Eindeckungsorder der Shorties. Dann haben wir gute Chancen weiter hier Richtung 122,20. 12 oder 122,37 zu laufen. Diese Marker, die sehen wir hier sehr schön und auch hier sind wir relativ nah an einer entscheidenden Marke. Also wir haben jetzt auch hier die Oberseite und die Unterseite besprochen und damit wechsle ich einfach mal rüber hier zum Chart vom Euro-US-Dollar an dieser Stelle. Da ist er, Euro-US-Dollar im 4-Stunden-Chart zu sehen. Wir gucken aber, bevor wir uns die Details im 4-Stunden-Chart mal anschauen, schauen wir uns diesen Chart nochmal auf Tagesbasis an. Und wenn wir hier das Ganze sehen, ich hatte ja schon ein paar Sachen gesagt, auch zu dem Thema dieses Aufwärtstrends, dann muss man einfach sagen, konstatieren, wir sind hier momentan in einer gewissen Übergangsform. Wir sind nach unten gelaufen, wir haben deutlich Druck bekommen, hier oben um die Marke von 1,1422. Mittlerweile hat sich untergeordnet ein Abwärtstrend gebildet, der, wie wir das hier auch ganz klar sehen können, momentan in seiner korrektiven Phase ist. Ja? Das heißt auch hier, es kommt immer wieder so ein bisschen auf den Kontext an. Diejenigen, die sich diesen ganz, ganz großen Trend hier entsprechend anschauen, die sehen natürlich, hier gab es gestern das Umkehrsignal für die Long-Seite und das Ganze wird heute bestätigt. Geht das Ganze weiter nach vorne, liegen die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite hier im kleinen Bereich um die 112,94, beziehungsweise dann hier im etwas größeren Bereich bei 113, bei 113,94.
Was haben wir hier? 53. Das ist das, was wir hier oben haben, dieses Zwischenhoch. Diese Anlaufmarker sind definitiv erst einmal da aus Trendsicht. Wenn wir hier drüber laufen, über die 103, über die 1,13, 53, was habe ich denn nur heute wieder mit meinen 100 dann? Dann ist dieser Abwärtstrend rausgenommen und wir können uns wieder nach oben orientieren. Das heißt, je nachdem, wie der eigene Ansatz, der eigene Trading-Ansatz, muss man halt einfach schauen, wo es weitergeht. Ganz klar und faktisch ist eins, wenn wir uns dieses Bild hier mal anschauen, ist auf alle Fälle mal hier dieser Bewegungstrend nach unten rausgenommen. Wir haben das Umkehrsignal als zweites auf Tagesbasis in Bezug auf den größeren Trend. Das heißt, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Indikator für die Long-Seite. So, und jetzt. Hoffentlich verwirrt es nicht, aber ich will für die kurzfristigen Trader bzw. die Trader, die sich auch die größeren Zeiteinheiten auch anschauen, hier an dieser Stelle, der Abwärtstrend hier ist rausgenommen. So, und wenn wir uns jetzt mal die Stunde anschauen, dann haben wir hier in der Stunde einen validen Aufwärtstrend. Und dieser valide Aufwärtstrend testet gerade hier diesen Ausbruchbereich. Wir sehen es, wir sind hier oben über die 112,58 drüber, über die 1,12,58 drüber gelaufen. Und wenn wir hier tatsächlich nach oben abprallen und hier über das Zwischenhoch laufen, ich markiere es mal ganz kurz, also hier über diese Marke, ganz knapp hier, was haben wir hier oben liegen? So grob die 1,12,82. Wenn wir da drüber laufen, dann schwingt sich dieser Trend nach oben weiter. Hier, schaut euch das mal an. Na, Moment, das wollte ich haben. Hier, dieser Aufwärtstrend wird dann wieder aufgenommen, wenn wir hier nach oben laufen. Also auch hier gab es ganz kurz diesen Spike nach unten. Wenn wir hier tatsächlich nach oben wollen, dann laufen wir über die 1,12,82 rüber und dann haben wir eine gute Chance, mit dem Aufwärtstrend der Stunde reinzulaufen und die Umkehr auf Tagesbasis auch zu bestätigen. Und ganz klar, eine Seite müssen wir auch hier im Kopf haben, nämlich das ist die höheren Anlauflevel. Und wenn wir uns dieses größere Bild mal anschauen, schaut euch das mal an, da oben die 1,13,53, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Bis dahin ist noch viel Luft und alles, was aus technischer Sicht bezogen auf diesen Abwärtstrend nach oben läuft, ist nur die Korrektur. Erst wenn wir wirklich hier oben drüber gehen, ist der Weg frei zum alten Zwischenhoch um die 1,14,22. Das muss man im Kopf haben. Das heißt, all das, was wir jetzt hier nach oben traden, läuft momentan gegen den Abwärtstrend, den wir hier haben. Aber wir haben halt auch die Chance, das größere Bild drauf zu traden, nämlich hier diese Umschwungphase. Und diese Umschwungphase sehen wir sehr, sehr schön auch im Wochenchart. Wir sehen es, wir trenden hier hoch. Der Aufwärtstrend auf Tagesbasis ist da. Wir haben halt hier auch wieder eine gigantisch weit auseinanderlaufende Seitwärtsphase, wenn man sich mal diese dicken, fetten Moves anschaut. Und da sind halt die entscheidenden Marker auch weit, weit weg. Deswegen, die kleineren Trades können hier gut und gerne abgesetzt werden. Da ist man nah und eng am Markt und das Ganze kann sich natürlich immer wieder schön mit ausbauen. Was heißt das für den nahen Trader auf Tagesbasis? Ist das Umkehrsignal da? Es wird bestätigt, wenn wir weiter steigen. Und der wichtige Anlaufpunkt haben wir hier auf der Oberseite, die 1,13,53. Dreht das ganze Bild rum. Ja, das würde dann so ausschauen in der Stunde, dass wir nicht über die 1,12,82 drüber laufen, sondern abprallen und nach unten laufen. Dann wird es interessant zu sehen, was hier passiert. Marker auf der Unterseite, die man durchaus auf der Uhr haben sollte, wären dann mal hier die Zwischenlows. Hier also ganz knapp die Marke um die 1,12,34 beziehungsweise hier unten dann den Bereich um die 1,12,035. Also ganz grob die 1,12er Marke hier, wir sehen es, das ist ein wichtiger Schwungbereich hier unten, der hat schon immer wieder sozusagen auch Halt bekommen, beziehungsweise für Entscheidungen am Markt gesorgt und aus diesem Grund sollte man diese Marke auf der Unterseite definitiv auch auf der Uhr haben. Da ist der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar und damit schalten wir noch um in den Tageschart vom DAX und wir sehen, was der DAX hier entsprechend macht. Tageschart schalte ich auch gleich ein. Hier an dieser Stelle, also Moment, ich räume mal kurz den Chart hier auf. Ein bisschen sauber können wir es ja machen, ne? Dass wir ein bisschen was sehen. Was sehen wir hier? Wenn ich diese wichtigen Linien hier rausnehme, den Rest kann ich eigentlich drinnen lassen. Was wir hier sehen, ist latent vorhandene Stärke. Ne? Schaut mal das Ganze an. Der DAX ist weiterhin aufwärts gerechnet oder gerichtet. Wir hatten ja gestern Morgen über diese Range hier oben drüber gesprochen. Ne? Diese Seitwärtsrange zwischen oben auf der Oberseite 12.400 knapp 85 Zähler und auf der Unterseite hatten wir die 12.000, was haben wir da, 64 Punkte Marke. Wir sehen es, diese Range hat gehalten. Wir sind kurz drunter gelaufen, dann aber direkt wieder drüber gelaufen. Heißt von der Seite her,
Die Käufer suchen die Unterseite, kaufen dort billig ein und ziehen den Markt nach oben. Da haben wir gute Chancen, die Oberseite zu testen. Fliegen wir über die Oberseite drüber, dann ist der Weg erst einmal frei. Hier oben Richtung 12.765 ganz knapp, das ist dieses Tageshoch hier. Und dann stehen wir schon wieder oben knapp unter der 13.000-Punkte-Marke. Also grob, wenn es wirklich dynamisch nach oben gehen sollte, liegen dann vor uns also oben im Top die 12.900 bis 13.000 Punkte im DAX. Das ist die Oberseite. Und die ist wirklich sehr, sehr schön zu beleuchten bzw. zu sehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch in der Stunde anschauen, da raffe ich das Ganze mal zusammen, dann muss man allerdings auch eins sagen, hier, wir haben es ja auf dem Tageschart gesehen, was hier gelaufen ist. Also an dieser Stelle, wenn ich mal das ganze Bild hier noch fortschreibe, aus der gesamten Abwärtsdynamik, und das ist halt das Blöde an solchen Seitwärtsphasen, sind wir wirklich erst raus, wenn wir hier dieses Zwischenhoch bzw. über das Range-Hoch drüber laufen. Das heißt, wir müssen definitiv diese Dynamik rausnehmen, um hier auf die sichere Seite zu gehen und dann tatsächlich nachhaltig aus der Range nach oben ausbrechen. Dann wäre der Punkt nach oben da und dann können wir schön zur Oberseite anlaufen. Ansonsten, wenn wir hier an diesem Level um die 12.400-Punkte-Marke erneut abprallen, ne, wir sehen es ja hier, wir sind oben rangelaufen, abgeprallt, oben rangelaufen, abgeprallt. Wenn wir wieder abprallen, wäre das ein bärisches Zeichen und dann sollten wir uns wieder auf der Unterseite sozusagen orientieren. Anlaufpunkte in kurzfristiger Natur hätten wir dann auf der Unterseite. Ich ziehe es mal einfach ganz kurz nach oben hier. Hier oben dieser Rahmen um die 12.200 Punkte, dann die 12.100 bis 12.130 Punkte und dann haben wir hier unten diese Marke knapp unter 12.000 Punkten. Das sind die Orientierungsmarken auf der Unterseite. Wir sehen, sie waren relevant, sie haben die Korrektur nach unten rausgeholt und das sind die Marke, die wir nach unten haben. Und alles entscheidend wird sein, was machen wir hier an diesem Zwischenhoch um 12.400 Punkten. Short ist der Abprall, Long das Überschreiten. Wie schon gesagt, wenn es long geht, dann ist der nächste Punkt hier 12.500. Beziehungsweise im Kleinen, wer das Ganze im Kleinen sehen möchte, schaut mal, hier oben haben wir noch das Zwischenhoch um die 12.445 Punkte Marke mit Blick in den DAX, in die kleineren Zeiteinheiten für die Marken im Daytrading. Das dazu. Jo, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat gefallen. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen. Dann sage ich allen hier danke fürs Zuschauen und bis morgen früh um 8.30 Uhr live wieder in die Märkte rein. Ich hoffe, dann geht auch der GoToWebinar-Stream wieder und dann passt technisch alles und alles ist schick. Danke nochmal und bis morgen. Tschüss.